Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich fahre, Leute. Ich bin heute in meiner Heimatstadt Köln und heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn ich werde zum ersten Mal nicht ein Auto, sondern ein Motorrad von einem anderen YouTuber fahren. Und wenn ihr mir folgt, dann seht ihr hier eine wunderschöne Husqvarna Supermoto 701 und ihr Besitzer Izzy. Was geht, Digga? Grüß Alles dich. Gut? Ja, Mann, richtig geil, dass es geklappt hat. Ich bin richtig, richtig, richtig hyped auf das erste Motorrad. Wir können einen kleinen Chaos-Schwenk machen. Da seht ihr ganz viele Sachen, die rumliegen. Da hinten steht meine. Heißt, Alex wird jetzt gleich dann meine fahren. Wir werden über Sehner miteinander reden, unsere Eindrücke austauschen können. Und ja, was haben wir hier? Wenn ihr mal hier rumkommt und hier mal drunter schaut, seht ihr hier ein Krümmer. Das heißt, es ist ein Einzylinder. Ja, richtig. Man sieht auch eigentlich den Zylinder relativ gut hier, ne? Da vorne. Das ist das Gerät, 700 Kubik knapp. Ich glaube, etwas drunter. Ich weiß nicht, warum sie 701 heißt. Und 74 PS aus einem einzigen Zylinder. Ja, die jetzt noch, das ist noch die Euro 3. Ja? Die 216er war es, glaube ich. Die ist die letzte, die noch 69 hat. Und deswegen aber noch Euro 3 ist. Heißt, sie darf ein bisschen lauter sein, andere Schadstoffklasse. Okay. Die soll ein bisschen mehr Wumms nach unten raus haben, aber dafür ein bisschen weniger oben raus. An sich muss man sagen, ein Zylinder in einem Motorrad ist ja schon krank, ne? In der Regel sind halt die Einzylinder ziemlich wartungsaufwendig. Ne? Die musst du gefühlt nach einer Fahrt wieder komplett auseinanderbauen. Ja. Und bei den bei der 796 und bei der 701, die sind eigentlich ziemlich entspannt. Die vibrieren auch nicht mehr ganz so krass wie früher. Also schon wieder noch so ein bisschen, wirst du gleich merken. Ja. Die ganz neuen, da merkst du eigentlich fast gar keinen Unterschied mehr zu Vierzylindern und so. Aber da, wenn du ein bisschen länger fährst, dann kribbelt es nur so ein bisschen in den Fingern. Die ist richtig leicht auch. Ich glaube 145 oder 149 Kilo so, oder so wiegt die trocken. 50 Kilo leichter einfach als meine Maschine und das ist richtig, richtig viel bei den Bikes. Ja, gucken wir mal ein bisschen rum. Also ja, die CL machen sich immer lustig, ne? Die ist jetzt so hier oben so voll verranzt, so als ich noch in Köln war jetzt, bin jetzt umgezogen, ein bisschen aufs Ländliche, jetzt werde ich bald wieder ein bisschen mehr Liebe ins Motorrad reinstecken. Ja. Aber so in Köln, ich hatte irgendwie nicht so richtig die Ruhe, alle machen sich auch über diese Schrauben lustig. Guck mal, was das für ein fetter Kopf ist hier oben. Das war einfach so die erste Schraube, die ich gefunden habe. Hier sind ein paar Rostansätze, ich werde das alles noch austauschen. Egal, ist doch schön. Also das kenne ich von Dave's EXC. Lächerlich, das dieses Display. Dieses Mini-Display da, ja. Das ist einfach ein Taschenrechner, ne? Ja, aber und du musst überlegen, ich habe jetzt irgendwie so 7,5 bezahlt, neu kosten die über 10 und dann krass. Kriegst du so ein Display einfach. Ne? Das ist krass, das ist krass. Also meine da hinten, Leute, die habe ich für 9,1 bekommen, auch gebraucht. Die kosten 10,5 neu. Du hast bestimmt eine Tankanzeige, oder? Ja, ja, klar. Ja, ich nicht. Das hier ist übrigens der Tank, ne? Ja. Oder? Man sitzt auf dem Tank drauf. Geil. Hier sieht man, du hast auch eine Aftermarket-Anlage schon drauf, ne? Ja, genau. Die habe ich direkt als erstes drauf gemacht, weil der Originalauspuff halt gar nicht, also wirklich überhaupt nicht hübsch ist. Und sich auch nach gar nichts anhört. Ja. Also wirklich nach gar nichts, gar nichts. Was ganz cool ist bei diesen Einzylindern, generell bei den Supermotos, wenn du so nicht groß auf dem Gas bist, sind die auch gar nicht laut. Ja. Aber wenn du so ein bisschen untertourig mal Vollgas gibst, die knallen halt dann richtig. Und gerade wenn du in einem Tunnel bist, dann ist so dieser Kontrast von Standgas und langsam fahren bis zu ich knall voll durch, ist halt ganz woanders dann wieder. Und deswegen erschrecken sich immer alle. Wollen wir direkt mal einen Soundcheck machen? Ja, kannst du gerne machen. Okay. Das sieht halt echt aus wie eine Offroad-Maschine, ne? Ja, also man könnte jetzt sagen, ist halt cool, weil es aus dem Offroad kommt, aber ich finde halt für den Preis und so ist schon frech eigentlich. Für einen Zehner kann man schon eigentlich, ja, geht schon. Ich glaube, 12er kosten die mittlerweile sogar. Ich glaube, die 9. Für eine, glaube ich, für schon. Eins, ey, boah, krank, Alter. Ja. Das ist auch so ein hoher Bock, Digga. Das ist unfassbar. Man fühlt sich nicht wie auf dem Motorrad, ne? Nee, das ist dann wie auf dem Fahrrad. Ja. Ist auch so leicht, so der Sattel ist so schmal und irgendwie. Das ist ein bisschen hart aber auch, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich komme irgendwie besser mit diesen harten Sätteln klar, als mit den weichen auf Dauer. Ganganzeige? Nichts, nein, gar aber Leerlaufanzeige. Nichts. Leerlauf. Ja. Also man sieht auf Leerlauf. Okay. Wir sind im Leerlauf. Okay, dann hier, ne? Ja, richtig. Und Kupplung ziehen. Aber ist Leerlauf trotzdem? Ist Leerlauf drin, aber muss trotzdem Kupplung ziehen zum Start. Ah, okay. Ja. Du nicht? Nein. Was? Du kannst ohne Kupplung ziehen starten? Ja klar, im Leerlauf. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Das geht. Also bei dir geht's safe nicht, sagst du? Nee. Okay. Kannst du probieren. Ja. Cool! Ja. Hä? War das so eine Kopfsache? Ich wette, ich ziehe auch nicht die Kupplung und dachte irgendwie, jetzt soll es rausstehen, ne? Also mein erster Eindruck war so, das fühlt sich an, als würde ich so eine Kettensäge fahren. Ja. Irgendwie so. Ja, so die Richtung geht. Ich meine, Husqvarna macht ja auch Rasenmäher. Ja. Und manchmal, wenn du wirklich nur so langsam so rumtuckerst, hört sich manchmal auch ein bisschen an wie ein Rasenmäher. Also damit die sich geil anhört, muss man halt echt schon ein bisschen Knallgas geben. So. Ja, aber ich würde sagen, Leute, wir springen auf die Bikes und
wir sehen uns jetzt wieder. Ja, Leute, krass ungewohnt. Guck mal hier. Das sieht schon geil aus. Das ist aber auch ein weirder Style hier mit meinem Motocross-Oberteil irgendwie auf deinem Motorrad. Steht dir aber auch gut, Digga. Exotisch. Ja, Leute, da muss man noch sagen, weil Alex das Aufnahmegerät bei sich hat, hat er ein bisschen bessere Audioqualität. Einfach jetzt der Auswärtsvorteil, den er hat. Das geht nicht anders. Okay. Ich muss gerade überlegen, achso, es ist relativ schwer, bei mir den neutralen Gang zu finden. Da musst du ein bisschen rumfuchteln. Das sonst musst du halt die Kupplung gedrückt halten. Ne? Aber kenne ich von meiner Schwalbe, da war das auch absoluter Albtraum. Du bist ja zum Glück groß genug. Ich glaube, ich bin so mit 1,75, also viel kleiner sollte man nicht sein. Ich glaube, unter 1,70 geht schon nicht bei dem Motorrad. Ja, ich glaube, das ist 89 cm hoch, der Sitz. Der ist schon. Habe ich gelesen, der ist schon krass. Hast du so richtige Recherche betrieben? Ja! Okay, und? Ja, let's go, baby. Okay, bist du offen? Ja, okay. Oh mein Gott. Digga, oh mein Gott, wie man hier sitzt. Hä? Das piekt wie ein Traktor, Digga. Ey, und ich sitze so fucking aufrecht, unglaublich. Oh ja, geil. Boah, das vibriert so, Digga. Oh mein Gott. Ey, das steht ja auch richtig gut, Digga. Ich brauch so ein Helm mit schwarzem Visier. Ja, ja, das auf jeden Fall. Jalla. Ah, okay. Ja, guck. Oh, bei dir ist richtig schwer jetzt wieder zu kuppeln. Das ist so alles so ein bisschen enger. Bei mir ist so richtig luftig. No joke, Digga. Ich bin gerade so mit Ach und Krach noch an die Kupplung dran gekommen beim Schalten. Ja, weil die so weit weg ist, ne? Ja, ja. Und hier ist so eng. Voll krass, ey. Du hast auch, dein Bike hat auch überhaupt keine Antwort, wenn man so schaltet. Also das Getriebe gibt dann gar kein Feedback, ne? Du spürst es kaum, dass da ein anderer Gang drin ist. Ja, kann sein. Fahrt das jetzt schon so lange, ich weiß es nicht. Bei meinem ist es heftig, wenn du an der Ampel in den ersten Gang reinlegst, dann machst du wirklich einmal so. Und eine Bremse ist giftig im Vergleich zu meiner. Lol. Oh, geiler Sound aber auch hier. Meinst du? Ja, voll. Danke dir, aber es vibriert wie Sau. Das ist irre. Das ist irre. Ah, genau, da vorne rechts auch dein Dom. Ja, das ist so geil. Du musst mal schön untertourig gleich knallen. Wie geht untertourig knallen? Ich meine einfach, du musst einfach einen relativ hohen Gang nehmen, sodass die schon so ein bisschen zickt. Was okay. So ein bisschen zu untertourig ist. Und dann, wenn du dann so mal gut aufs Gas gehst, dann knallt die halt. Okay, warte. Der fahren dritten so. Ja, schön. Schön am Furzen. Ah, geil, Junge. Okay. Ah, Digga, das ist, glaube ich, einer der besten Videodrehs aller Zeiten. Macht schon Bock, wenn es einmal läuft, ne? Ja. Ja, genauso. Digga, das ist doch Motorquälerei. Oder ja, aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Hey. Aber die Klar hat die auch schon gut Power so untenrum in den Drehzahlen. Aber wenn du die mal richtig hoch drehst, da kommt dann schon deutlich mehr Schub auf jeden Fall. Also das Knallen macht Bock, aber da kommt halt nicht so viel Power. Ah, geil, Junge. Okay. Aber Leute, man sitzt hier so unfassbar aufrecht. Ja, ja. Ich dachte, bei mir sitzt man aufrecht, aber nee, bei dir. Ja, bei dir sitzt man auch tatsächlich relativ aufrecht, ne? Aber ja. Bei mir ist halt schon Endstufe aufrecht. Ach Leute, ich muss sowieso noch adressieren. Ich habe leider in der Aufregung wegen erstes Motorradvideo die Handschuhe vergessen. Ich wollte die wirklich anziehen. Ihr habt vollkommen recht, wenn ihr sagt, von Handschuhe anziehen, Leute, ich hab's einfach versteckt, weil ich dumm bin. Ja, let's go, baby! Ah, butterweich dein Motorrad. Danke dir. Dein Start ist nice. Ja, aber nicht butterweich. Sehr geil. Ja, Leute, hier, guck mal, so kann man doch leben. Oh, das schiebt richtig krass. Oh, das schiebt uns rum so hart. Oh, geil. Soll ich mal vorfahren? Dann kannst du dein Motorrad von hinten sehen. Ja, gerne. Fahr mal vorbei. Boah, der Sound. Boah, sieht das geil aus, Junge! Boah! Da steht ja auch gut, Digga, muss man sagen. Schon geil, so eine Tankanzeige. Oh. Ja, kann man. Boah! Alter! Boah! Boah, Digga, jetzt zieht das unten rum! Boah! Ah, die kannst du richtig hochziehen auch. Ja, ey, die ist das. Die macht das komplett mit, ne? Die macht das komplett mit, die geht komplett mit. Ja, ja, auf jeden Fall. Als ich die Probe gefahren bin, bin ich direkt an der, keine Ahnung, vierten Ampel oder so vorne hochgegangen. Also aus Versehen, weil ja. Ich halt mal so ein bisschen Beschleunigung checken wollte. Aber ja. Die fliegt dir vorne halt, wenn du durchziehst, fliegt die dir vorne halt echt richtig hoch, so. Ja. Oh. Ja, die schiebt krass, boah. Wow. Ist geil, wie die bollert. Bom. Ist geil, ne? Oh, ich liebe dieses Bike. Oh, ich bin so froh. Ich habe auch wirklich ewig recherchiert dafür. Weil es ist auch immer geil, wenn es ein Motorrad wird, was man nicht alle Tage sieht. Ja, safe.
Das klingt schon sehr racy, ne? Aber ja, Leute, das ist wirklich ganz abenteuerlich, dieses Bike. Ja, das ist auch abenteuerlich. Ich war auch übrigens geflasht, als ich damit das erste Mal gefahren bin. Ich fand es super lustig, diese Sitzposition und so. Ja, das ist komplett krass. Also, du sitzt hier wirklich senkrecht wie auf einem Stuhl. Auf dem Ding. Du sitzt auch viel zu weit hinten eigentlich. Das ist auch so ein Klassiker-Ding. Man sitzt ja immer so weit hinten. Eigentlich kannst du viel weiter vorne sitzen. Und damit musst du da mal so Hardcore-Serpentinen fahren oder so richtig enge Kurven. Das ist super geil mit dem Ding. Weil das halt so leicht ist, das kannst du halt richtig in die Kurve werfen, ne? Die ist echt ultra leicht. Aber dafür halt auch super instabil. Wenn du da mal so mit 100 oder so eine engere Kurve mit ein paar Bodenwellen fährst, hast du das Gefühl, du fliegst halt wirklich darunter oder so. Oder wenn Leute manchmal auch so in der Kurve grüßen. Ich habe keinen Bock, eine Hand abzunehmen, so während ich in der Kurve bin, weil es einfach zu instabil ist, das Motorrad. War geiles Wetter. Ja, Mann. Finde ich auch. Boah, die schiebt uns rum so krass, Junge. Boah, oh, ist das geil, das kann man eigentlich bei von hinten sehen, du. Boah, das Ding ist wirklich am Vibrieren, Alter, damit kannst du auch keine Langstrecke fahren. Autobahn ist Schrott damit, oder? Autobahn macht auf jeden Fall keinen Spaß. Digga, wenn ich mir das Ding vorstelle bei 120, Alter. Ja, also ab 130 fängt's an und ab 140 wird's schon echt eine Qual und ab 160 unertragbar eigentlich, aber... Ich bin auch schon zu 180, 190, irgendwas dazwischen fertig schon. Boah, ich bin echt ein bisschen lost ohne Ganganzeige, ne? Ja, bin ich auch immer noch. Meistens gehe ich dann immer runter in den ersten und zähle dann nach oben sozusagen. Ja, auch so beim Abfahren von der Autobahn. Ja, kann echt sein. Kann gut sein. Alter, ich will aber besser nicht die Kupplung schnappen. Bin auf dem Rasen, ja. Naja, aber Leute, ich muss wirklich sagen, wow. Unfassbar wendig, unfassbar roh. Vibration, also das vibriert sowieso schon voll krass. Wenn man dann Gas gibt, dann geht nochmal so ein richtiger Ruck durch das ganze Ding. Oh! Oh! Ah, der Sound ist geil. Ich höre den richtig extrem auch hier hinter dir. Weil oft so mit Helm und so weiter hört man sie an der Motorräder nicht so sehr. Ja, aber ja, ja. Weil die so knattert, das ist schon echt ein penetranter Sound. Ja, übel. Das sieht immer so geil aus von hinten, weil du siehst immer, ich finde auf dem Motorrad sieht man immer ein bisschen aus wie so ein 12-Jähriger. Das ist einfach aus wie so ein Playmobil-Motorrad. Das ist halt alles weit vorne, weißt du? Wenn man mal Gas gibt, gefühlt ist der Kupplungshebel so einen halben Meter weit weg. Ja, der ist voll weit weg, der ist bei dir viel chilliger. Ja, und genauso die Gangwahlwippe da unten, die ist auch einfach ganz woanders. So Leute, jetzt einmal hier durch. Geht direkt erster Gang, komm. Oh! Oh! Junge. Also die hat am meisten dann Power, wenn du so hoch drehst, dass es permanent wie so ein Ameisenhaufen in den Fingern kribbelt irgendwie so. Ja, ja, meine Finger kribbeln auch wie Sau. Also wenn das echt so übertrieben ist, dann kommt die auch richtig. Hier ist auch keine Drehzahlanzeige und nichts, ne? Die hat gar nichts. Du siehst Kilometerstand und Geschwindigkeit und eine Tankleuchte. Woher willst du eigentlich wissen, wann du schalten musst so? Ja, das merkst du ja. Also ich würde du merkst ja auch irgendwann, wenn der Begrenzer kommt. Ich würde einfach mal ein bisschen Begrenzer ziehen. Was? Ja, dann weißt du, wo Ende ist. Wie geil! Oh mein Gott, Digga! Oh, Digga! Ich muss beim Scheiß echt teilweise so... Das ist so geil, das ist so weit vorne. Guck mal Leute, seht ihr das, wo mein Schuh endet da schon? Krass, Leute, und damit... Alex, haut dann nicht. Danke fürs dabei sein. Richtig geile Kiste. Sehr gerne, hat Bock gemacht, auch mal dein Motorrad zu fahren. Sehr, sehr gerne und wir kommen jetzt zu bewerten, Leute. Yalla. Genau, und damit zur ersten Motorradbewertung in diesem Format, Leute. Ich bin richtig hyped. Kommen wir direkt zum Aussehen. Geiler Stormtrooper-mäßiger Look. Allerdings wirkt nicht so ganz reif, das Bike. Also Alex meint ja, es sieht aus, als ob wir auf dem Playmobil-Bike drauf sitzen. Kann dann ein Stück weit mitgeben. 6 von 10 fürs Aussehen. Beschleunigung ist stark. 3,75 Sekunden von 0 auf 100. Bedingt durch das geringe Gewicht natürlich und den Einzylinder, der unten aus dem Drehzahlkeller einfach richtig schön schiebt. Aber es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Bikes, die noch schneller sind. Deswegen auch hier 6 von 10. Coolness ist ein bisschen schwierig. Ich finde das Bike irgendwie schon sehr fresh. Ich glaube, wenn man jetzt so ein krasser Supermoto-Fan ist, dann feiert man das noch
noch mehr. So ein paar Punkte fehlen mir noch, aber bei cool, das muss ich schon 7 von 10 geben. Ist schon ein geiles Ding. Praktikabilität, Leute, da kann man nicht viele Punkte geben. Das Ding hat keine Taschen, das hat keinen Stauraum, das ist nicht komfortabel, damit kannst du keine langen Touren fahren. Der Verbrauch ist zwar relativ gering, aber da geht nicht viel. 3 von 10. Preis-Leistung ist auch schwierig. Das Ding ist einfach mega teuer. Über 10.000 Euro Basispreis für das Ding. Und das ist halt einfach ein relativ einfaches Konzept. Einzylinder-Supermoto. Aber halt in der Größe gibt es halt auch wiederum fast keinen Einzylinder. Deswegen auch was Besonderes. Mehr als 4 von 10 würde ich hier nicht geben. Der Komfort ist absolut unterirdisch, Leute. Man sitzt zwar relativ entspannt und aufrecht, aber das Ding vibriert wirklich bis zum geht nicht mehr. Als würde es euch den letzten Cent aus der Geldbörse juckeln wollen. Und ja, das ist einfach nicht komfortabel, kann man nichts machen. Der Sitz ist übrigens auch hart, also falls ihr das noch wissen solltet. 3 von 10 mit viel Wohlwollen. Damit kommen wir insgesamt auf 28 von 60 Punkten, aber lasst euch nicht täuschen, Leute. Das Bike ist eben sehr beschränkt in seinem Einsatzzweck, aber nichtsdestotrotz eine richtige Fun-Maschine, wie man auch an meiner Stimme in dem Video gehört hat. Nur eben, wenn man es über viele verschiedene Kategorien hinweg vergleicht, dann schneidet es eben nicht so gut ab. Aber es ist ein geiles Teil, Leute. Ich habe mega Spaß gehabt, freue mich aufs nächste Video, Leute. Ich bin wieder da, macht's gut.